stehen auf vor deinem Reihenhaus. Schnell die Gartenmöbel reinholen, bevor die was abbekommt. Eben sah die Welt noch wunderschön und nach Reklame aus, doch die wurde wie die anderen endlich mal aus dem Programm genommen. Irgendwann ist vorbei mit Antje und Melitta, Mann, mit Frühstück am Bett und mit Urlaub fahr nach Griechenland. Ende aus, der Wind hat sich gedreht. Und Wind trägt einen dahin, wohin ein Wind trägt, also bis an eine Grenze. Und hinter dieser Grenze heißt es, muss man, um zu überleben, nicht einmal mehr kämpfen. Aber da machst du kehrt, denn dann verliert ja alles, was die da hammern wert. Rücksichtsvoll von dir, denn die stört ein Feldbett in der Halle halt beim Spielen. Kein Campen im Park, wie sieht das denn aus? Verständliche Bedenken, also ab nach Haus. Klar würdest du dafür ja auch gern arbeiten gehen, doch willst ja keinem von denen seine Arbeit nehmen. Davon gibt es nie genug, nicht da, wo's Menschen gut geht. Und wenn dir das nicht zusteht, heißt das, dass du nicht dazu zählst. Frauen hätten Angst, also noch mehr als sonst. Zumindest auf die Idee könnte man selbst kommen. Also ab nach Hause, am besten zu Fuß, sonst zahlt am Ende ja noch irgendwer für deinen Flug. Dein Haus aus dem Katalog steht zwar jetzt nicht mehr, und da, wo mal Land war, ist jetzt halt das Meer. Ich hoffe, du ersäufst da. Ich hoffe, du ersäufst da. Bei Gott. Ich hoffe, du ersäufst da. Weil du so denkst. Ich hoffe, du ersäufst da. Ich hoffe, du ersäufst da. Ich hoffe, du ersäufst da. Bei Gott. Ich hoffe, du ersäufst da. Weil du so denkst. Ich hoffe, du ersäufst da. 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 Ich hoffe, du ersäufst da.